Hallo und willkommen zu einem neuen Teil von digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute schauen wir uns an, was uns Oversampling bei DACs bringt, genau wie wir uns das schon in dem letzten Kapitel bei ADCs angeschaut haben. Hier sehen Sie als erstes ein System ohne Oversampling. Das besteht im Wesentlichen aus unserem DAC und wir gehen immer jetzt davon aus, dass wir einen physikalisch realisierbaren DAC mit Zero Order Hold haben, der uns so eine Treppchenfunktion rausgibt. Nach diesem DAC brauchen wir im Allgemeinen noch ein analoges Nachfilter, um unsere Stufen sozusagen glatt zu schleifen, beziehungsweise im Frequenzbereich ausgedrückt, um die Images zu unterdrücken. Vorgeschaltet wird irgendeine digitale Signalverarbeitung passieren, sonst hätten wir das System nicht aufgebaut. Und normalerweise packt man in diese digitale Signalverarbeitung unsere Zero-Order-Hold-Kompensation rein. Das heißt, wir kompensieren die Dämpfung im Nutzband, die unser realer DAC mit Zero-Order-Hold uns eigentlich immer macht. Und das sind die Komponenten unseres Rekonstruktionsfilters. Mit Oversampling sieht unser System etwas komplizierter aus. Den hinteren Teil kennen wir jetzt schon. Und beim vorderen Teil kommt noch dazu ein Oversampling. Das heißt, wir erhöhen die Abtastrate mit Nullenstopfen um den Faktor i. Dementsprechend haben wir hier die Abtastrate i mal fs und in den folgenden Stufen auch. Dann brauchen wir noch einen Interpolationstiefpass. Das kann man im Zeitbereich betrachten als die Baugruppe, die uns die fehlenden Abtastwerte berechnet, die möglichst gut unsere vorgegebenen Stützstellen interpolieren. Oder man kann es auch im Frequenzbereich betrachten, zu sagen, das ist der Filter, der unsere Images im Digitalen unterdrückt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil danach kommt der DAC, der unser zeitdiskretes Signal wieder in ein zeitkontinuierliches Signal umwandelt. Und das ist quasi ja auch eine Erhöhung der Abtastrate. Von daher entstehen auch bei diesem Prozess wieder Images. Und die unterdrückt wiederum dieses Filter. Das heißt, hier werden die Images unterdrückt, die bei der Erhöhung der Abtastrate in dieser Block hier entstehen. Und in diesem analogen Filter werden die Images unterdrückt, die in unserem DAC entstehen. Und die Zero-Order-Hold-Kompensation, die wir auch hier brauchen, die kann man jetzt entweder hier in der digitalen Signalverarbeitung wie gehabt implementieren. Häufiger wird das aber in das Interpolationstiefpassfilter mit reingebaut. Oder wie wir nachher sehen werden, manchmal brauche ich es dann auch gar nicht. Jedenfalls ist das die Motivation für Oversampling. Wir haben einen geringeren Aufwand für die Zero-Order-Hold-Kompensation. Warum und wie viel, sehen wir gleich. Und wir haben, was noch wichtiger ist, einen geringeren Aufwand für unser analoges Nachfilter, weil die Grenzfrequenz muss unterhalb der halben Abtastfrequenz liegen und die halbe Abtastfrequenz ist nach der Erhöhung der Abtastrate natürlich jetzt deutlich größer als vorher, während die Eckfrequenz des Durchlassbandes nur bestimmt wird durch unsere Nutzbandbreite von x von n und die ist ja die gleiche bei beiden. Als erstes ist hier gezeigt, wie die DA-Wandlung ohne Oversampling aussieht. Das ist unsere Sequenz x von n. Das graue hier ist unser Basisband, geht bis fs 1 halbe. Hier haben wir jetzt eine Signalkomponente angenommen und dementsprechend sehen wir hier die Wiederholspektren. Die lassen sich ja nicht vermeiden, weil wir ein abgetastetes Signal haben. Unser DAC hat eine Impulsantwort, die dieser Treppenstufe entspricht, also ein Zero-Order-Hold-DAC. Und dazu gehört der Frequenzgang, den wir auch schon kennen. Das ist der Betrag einer SI-Funktion. Und wichtig zu merken ist, dass die erste Nullstelle unserer Zero-Order-Hold-Funktion bei fs liegt. Dann kann man sowas auch sofort hinzeichnen. Falte ich jetzt mein Eingangssignal x von n mit der Impulsantwort vom DAC, dann bekomme ich meine bekannte Treppenantwort hier heraus. Und in der Frequenzebene müssen wir nicht falten, sondern multiplizieren. Das heißt, unsere Signallinie hier im Basisband und die ganzen Wiederholspektren, die jetzt
zu Images werden, also zu realen, echten Signallinien. Die werden multipliziert mit dem Betragsgang dieser SI-Funktion. Das Wichtigste, was man sich da eigentlich merken muss, ist, dass die erste Nullstelle bei FS liegt. Dann kann man den Rest relativ einfach konstruieren. Man sieht jetzt hier, das ist schon eine Dämpfung meines Nutzbandes. Und je näher ich jetzt mit meiner Nutzbandbreite an FS halbe rankomme, desto stärker ist diese Dämpfung. Hier bei FS halbe sind das ungefähr 4 dB. Das können Sie selber leicht ausrechnen, diese Dämpfung, indem Sie einfach rechnen SI von Pi mal 0,5 und das Ganze dann in dB umrechnen. Die Images, die jetzt entstanden sind bei der Digital-Analog-Wandlung, die muss ich auch noch unterdrücken. Im Zeitbereich könnte ich jetzt sagen, ich muss diese Treppe hier glatt schleifen. Im Frequenzbereich sieht man das deutlicher. Diese Linien müssen alle entfernt werden von einem Tiefpassfilter. Unser Zero-Order-Hold-DAC hat es da schon ein bisschen geholfen, aber das reicht nicht. Da müssen wir nochmal mit einem extra Filter ran. Jetzt schauen wir uns die Variante an. Wenn wir erst Nullen stopfen und die Abtastrate um Faktor i gleich 2 erhöhen und direkt danach in den DA-Wandler reingehen, dann sieht unsere Sequenz so aus. Das heißt, hier sind immer die gestopften Nullen. Und das Spektrum davon, da sieht man, dass das Basisband jetzt natürlich doppelt so breit ist wie vorher. Ich habe ja meine Abtastrate um den Faktor 2 erhöht. Das ist meine ursprüngliche Signallinie. Und das ist ein Image, was jetzt durch das Erhöhen der Abtastrate entstanden ist im Zeitdiskreten. Der Rest ist Wiederholspektren. Und ich habe, damit man das ein bisschen auseinanderhalten kann, hier so fein gestrichelt gezeichnet die Wiederholspektren von unserem Image. Und gröber gestrichelt sind die Wiederholspektren von unserem Originalsignal. Das kann man natürlich in Wirklichkeit nicht unterscheiden, aber wir stellen es jetzt mal so dar, damit man sehen kann, welches Wiederholspektrum von Image und von Originalsignal kommt. Unser Zero-Order-Hold-DAC hat jetzt natürlich eine schmalere Treppe, weil er höher abgetastet ist. Und dementsprechend ist die erste Nullstelle meiner SI-Funktion im Betragsgang jetzt bei einer höheren Frequenz. Ganz klar. Mein Treppchen sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, weil ich zwischendurch ja immer den Wert 0 habe, muss mein DAC auch immer auf den Wert 0 runter. Man kann sich leicht vorstellen im Analogen, das ist was, was man nicht besonders leicht hinbekommt. Man muss hier Sprünge machen und Sprünge sind im Analogen immer ein bisschen schwierig zu realisieren. Das sieht man noch im Frequenzbereich. Das ist unser Originalsignal. Und die Images, die sind jetzt sogar noch höher als vorher, weil ich hier aufgrund von diesem sprunghaften Verhalten eines DACs jetzt deutlich höher frequente Komponenten drin habe. Auf der positiven Seite ist die Dämpfung in unserem Nutzband jetzt deutlich geringer geworden, weil ja die erste Nullstelle der SI-Funktion erst bei einer höheren Abtastfrequenz liegt. Das heißt, da brauche ich weniger Aufwand im Digitalen, um diese Zero-Order-Hold-Dämpfung zu kompensieren. Auf der negativen Seite habe ich jetzt noch stärkere Images als bei meinem vorigen System ohne Abtastratenerhöhung. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine wirklich holprige Treppe. Ich muss mich da beim Glattschleifen noch viel mehr anstrengen. Das heißt, ich brauche jetzt hier ein deutlich steileres Analogfilter. Da habe ich an der Stelle also mein System verschlimmbessert. Jetzt schauen wir es uns an, wie man es wirklich macht. Das war auch das System, was auf der ersten Folie von diesem Abschnitt gezeigt ist. Ich berechne mir jetzt nämlich in einem digitalen Interpolationsfilter passende Zwischenwerte. Dann sieht das Ganze hier schon geschmeidiger aus. Und im Frequenzbereich sehen wir, dass dieses Image, das Image im Zeitdiskreten, das habe ich in dem ersten Schritt durch Nullenstopfen erzeugt und im zweiten Schritt durch mein digitales Interpolationsfilter direkt wieder entfernt. Und jetzt sieht mein Spektrum schon deutlich aufgeräumter aus. Ich habe hier meine Originallinie und hier habe ich die Wiederholspektren von meiner Originallinie. Was fehlt, ist das digitale Image und dementsprechend natürlich auch die Wiederholspektren dieses Images. Die Charakteristik meines DACs ist identisch, der gleiche DAC wie der, den ich vorher verwendet habe. Dementsprechend ist der Betragsgang auch genau wie vorher.
Was anders aussieht, ist jetzt meine Treppe. Die sieht jetzt ja, glatter aus. Ich habe kleinere Schritte. Und das sehe ich im Frequenzbereich natürlich auch. Ich habe hier meine Originallinie und hier Images, und zwar deutlich weniger Images als vorher. Außerdem ist meine Zero-Order-Hold-Dämpfung im Nutzband geringer geworden. Genau wie jetzt beim vorigen Beispiel. Muss ich also weniger Aufwand für die Kompensation betreiben. Und was ist aber der Riesenvorteil ist, die Images im Basisband, hier ist es jetzt nur 1, weil ich nur eine Abtastratenerhöhung habe um Faktor 2, die werden durch das Interpolationsfilter bereits unterdrückt. Und dementsprechend muss ich dieses Image hier jetzt nicht mehr im Analogen eliminieren. Und die dazugehörigen Wiederholspektren, die jetzt auch zu analogen Images, habe ich die jetzt hier mal genannt, werden, da muss ich mich jetzt auch natürlich nicht mehr drum kümmern im Analogen, weil die sind schon eliminiert worden. Ja, so sieht das aus. Das heißt, wenn man die Abtastrate erhöht vor dem DAC, dann muss man auch interpolieren. Ansonsten bringt uns das herzlich wenig. Gucken wir uns das jetzt mal ein bisschen konkreter, zahlenmäßig an. Genau wie beim ADC entspannen Oversampling, DACs die Spezifikation für das analoge Filter. Das sitzt jetzt nach dem DAC, beim ADC saß er davor. Und der Grund ist auch wieder der gleiche: der Übergangsbereich zwischen meinem Nutzband und dem Sperrband, was nicht durchgelassen werden darf, der wird durch Oversampling viel breiter. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal einen Video-DAC, der mit 30 MHz abtastet und eine Nutzbandbreite von 10 MHz haben soll. Und als Anforderung lege ich jetzt einfach mal fest, dass meine Images im Vergleich zu meinem Signal um mindestens 60 dB gedämpft werden sollen. Ohne Oversampling tritt das erste Image auf, also bei der minimalen Frequenz. Und das ist das erste, was ich sperren muss, also aus der Ecke von meinem Sperrband, bei der Abtastfrequenz minus meiner Bandbreite. Bei 20 MHz also. Ich könnte es natürlich noch pingeliger rechnen und sagen so, naja, ich weiß ja nicht genau, wie meine Bandbreite aussieht. Und dann machen wir es mal, gehen wir auf Nummer sicher und unterdrücken alles, was oberhalb von FS halbe liegt. Das heißt, dann müsste ich die Eckfrequenz von FSB bei 15 MHz festlegen. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu strenge Anforderung. Mit Oversampling, OSR gleich 2 und Interpolation, das haben wir auf der vorigen Folie gesehen, dass wir das unbedingt brauchen, ist jetzt meine Abtastrate bei 60 MHz und dementsprechend tritt mein erstes Image auf bei 60 MHz minus dieser Bandbreite sind 50 MHz. Das hört sich schon mal nach einem deutlich breiteren Übergangsbereich an. Grafisch dargestellt ist das rote hier mein Nutzband, 10 MHz breit. Und diese rot schraffierten Felder, das sind die ganzen Images, die bei der DA-Wandlung auftreten, wenn ich die Abtastrate nicht erhöhe. Das heißt, hier ist FS 30 MHz, Bandbreite, erstes Image. Das ist jetzt eine kritische Stelle, nämlich die maximale Dämpfung in meinem Nutzband. Und das berechne ich mit 20 Log SI und dann Pi mal 10 MHz geteilt durch FS. Da komme ich auf minus 1,7 dB. Und das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber minus 1,7 dB heißt, dass meine Amplitude an dieser Stelle schon auf 82% zurückgegangen ist. Das erste Image tritt wie gesagt bei 20 MHz auf. Und wenn man mit der gleichen Formel, das ist das Tolle an diesem Kapitel, im Prinzip kommen Sie mit dieser einen Formel fast überall mit durch. Das Einzige, was Sie natürlich immer wissen müssen, was für ein FS setze ich hier ein und was für eine Frequenz kommt hier rein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Jedenfalls komme ich mit der gleichen Formel auf eine Dämpfung meines höchsten Images von minus 7,7 dB. Das ist das, was der DAC quasi für uns schon an Arbeit leistet. Das gleiche mit unserem Oversampling-DAC. Man sieht, wie gesagt, das Spektrum sieht deutlich aufgeräumter aus. Und man sieht auch hier, dass das Nutzband deutlich weniger gedämpft wird. Hier haben wir jetzt nur 0,6 dB. Und diese minus 0,6 dB entsprechen im Linearen einer Amplitude von 93%. Deutlich besser. Die Amplitude
unseres ersten Images ist auch schon deutlich mehr gedämpft. Wir haben hier eine Dämpfung von 14,4 dB. So, dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem analogen Nachfilter ist. Und hier habe ich jetzt ganz einfach Copy und Paste gemacht von den Folien vom Analog-Digital-Wandler, weil ich nehme jetzt auch hier der Einfachheit halber an, dass wir unser analoges Nachfilter mit einem Butterworth-Filter der Ordnung N realisieren. Klar, auch hier könnten wir es mit einem Chebyshev oder einem elliptischen Filter sicherlich mit einer geringeren Filterordnung auskommen. Dafür wäre die Rechnung aber komplizierter. Also bleiben wir hier beim Butterworth-Filter. Das lässt sich auch relativ einfach analog realisieren. Abschätzung der Ordnung machen wir genau wie auf der Folie beim ADC. Das Einzige, was jetzt unterschiedlich ist, wir wollen ja eine gewünschte Gesamtdämpfung haben von 60 dB in unserem Beispiel. Und diese Gesamtdämpfung meines Images setzt sich zusammen aus der Filtercharakteristik, ASB, Fill habe ich das hier genannt, und der Dämpfung, die der DAC sowieso schon macht für mein Image. Das heißt, je mehr Dämpfung mein DAC bereits macht, desto weniger muss ich im Filter noch nacharbeiten. Zunächst bei dem Beispiel ohne Oversampling bleibt für meinen Filter noch 52,3 dB übrig. Das kann man als linear umrechnen. Und dann kann ich hier daraus die Ordnung meines Filters berechnen als größer als 4,3. Das heißt, ich bräuchte hier ein analoges Filter mindestens der Ordnung 5. Geht, aber ist bei so Videofrequenzen auch schon nicht mehr ganz so schön zu realisieren. Mit Oversampling brauche ich nur noch eine Dämpfung von 45,6 dB in meinem Filter. Und wenn ich das auch alles wieder hier einsetze, dann komme ich auf eine Ordnung größer als 1,6. Das heißt, ich käme mit einem Filter zweiter Ordnung aus. Und das kann man dann vielleicht auch relativ leicht passiv herstellen mit Ls und Cs. Das heißt, selbst bei einer Oversampling-Rate von nur 2 komme ich hier schon auf einen deutlich entspannteren Filterentwurf und, das haben wir jetzt hier auf der Folie nicht gezeigt, sondern auf der vorigen, ich brauche auch deutlich weniger Zero-Order-Hold-Kompensation. Das heißt, Oversampling lohnt sich bei DACs eigentlich fast immer und normalerweise, speziell jetzt für ein Audio- oder niederfrequenteren Bereich, werden DACs eigentlich fast immer als Oversampling-DACs betrieben. So, auf der letzten Folie für diesen Abschnitt gucken wir uns noch einen ein bisschen seltsamen Oversampling-DAC an, der aber in der Praxis, ist gerade bei Microcontrollern oder FPGAs, sehr oft verwendet wird. Und zwar ist unser eigentlicher DAC hier in Wirklichkeit ein Pulsweitenmodulator. Das heißt, er bekommt hier nur ein Bit an seinen Eingang und wandelt dieses Bit um in die analoge Größe, zum Beispiel Plus Versorgungsspannung und Null Versorgungsspannung, also beispielsweise in einen Pulsstrom zwischen 3,3 Volt und 0 Volt. Dieses Treppchen ist also eigentlich nicht so richtig korrekt. Davor sieht es aus wie ein normaler Oversampling-DAC. Abtastratenerhöhung mit Nullen stopfen, Interpolationstiefpass und hier kommt jetzt die zusätzliche Komponente, die brutale Reduktion der Bitbreite auf 1 Bit und damit erzeuge ich natürlich Quantisierungsrauschen bis I mal FS halbe. Als Zahlenbeispiel, I mal FS soll 1 MHz sein. Wir requantisieren, wie gesagt, auch W gleich 1 Bit. Das brauchen Sie für die Berechnung der Rauschleistung. Und unsere Nutzbandbreite soll 10 kHz sein. Das heißt, das Oversampling Ratio ist, nein, es ist nicht 1 MHz durch 10 kHz, sondern die minimale Abtastrate hierfür wären 20 kHz und dementsprechend das Oversampling Ratio 1 MHz dividiert durch 20 kHz sind 50. Und zwei Fragen, die Sie jetzt selber beantworten sollen, das können wir uns in der Vorlesung dann angucken, ist zum einen, welches Quantisierungsrauschen erzeugt mir dieses System? Ja, klar, das hat mit diesem Kapitel jetzt nicht so viel zu tun, sondern das hat mit dem Kapitel über Quantisierungsrauschen natürlich zu tun. Und welches SQNR kann ich jetzt maximal erzeugen mit diesem 1-Bit-DAC? Vorausgesetzt, ich habe jetzt hier ein ideales analoges Nachfilter. Wie schon auf den letzten Folien,
ist jetzt die Aufgabe, dieses analoge Nachfilter zu dimensionieren. Das heißt, zu überlegen, was brauchen wir denn für eine Ordnung dieses Filters. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil uns einfach Spezifikationen fehlen. Es steht hier nirgendwo, wie groß jetzt die Dämpfung der Images beispielsweise sein soll. Und da mache ich jetzt einfach mal einen Ansatz und sage, es reicht sicherlich, die Images so stark zu unterdrücken, dass die in dem Quantisierungsrauschen untergehen. Das heißt, wir wollen das SQNR hier uns als Maßzahl nehmen für die geforderte Dämpfung unseres Analogfilters. Was das Rauschen angeht, ja, da müssen wir dann mal gucken. Das machen wir zusammen. Sie dürfen sich trotzdem überlegen, wie groß das SQNR denn ist, was man maximal erreichen kann mit einem Bit Quantisierung. Dann danke fürs Zuhören und schon mal fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.